What's up, everybody, and welcome back to Comeback TV! Bam. Heute, Ladies and Gentlemen, sind wir mal wieder für euch da. Und wir dachten mal, ja, wir bereiten mal wieder ein kleines Experiment für euch vor. Wir haben ja schon zwei Experimente mit euch gemacht. Das eine hat nicht so ganz hingehauen, das erste. Das zweite letztes Mal fand ich eigentlich ganz cool so. Vor allem, wie der Rosenberg ein bisschen hier mit den hier geschickt hat. Shake the chair! Watch yourself, das können wir gerne nochmal anschauen. Ich fand's richtig geil. Heute shake ich mit was anderem, ne? Heute shake der vielleicht mit was anderem. Und heute probieren wir mal aus. Was würden wir ausprobieren? Heute werden wir ein Experiment machen, das es, glaube ich, so noch nicht gab. Und zwar, wir werden bunten Schaum kreieren, der von selbst hier rausspritzen wird. Genau, aus einer Flasche? Aus der Flasche, ne? Genau, aus der Flasche und ja. Und dann werden wir es auch nochmal hier probieren, ob das auch klappt mit dem hier. Genau, ich würde sagen, wir machen es erstmal in der Flasche. Und zwar brauchen wir dann ein paar Zutaten. Und zwar brauchen wir hier einmal, deswegen bitte, wenn ihr es bitte nicht nachmachen, deswegen wir machen das Ganze für euch nach, brauchen wir einmal hier Wasserstoffperoxid. Das bekommt man in der Apotheke. Dann brauchen wir Spülmittel, Hefe und Lebensmittelfarbe. Da kann man dann selber bestimmen, wie der Schaum halt rauskommt, so würde ich sagen. Und heißes Wasser noch nicht zu vergessen, ja? Ich würde sagen, starten wir schon mal, Bruder, ja, oder? Fangen wir an. Also wir tun jetzt hier Wasserstoffperoxid. Lass mal riechen. Boah, Alter, das wird so lange dauern, bis es wieder draußen ist. Ich riech gar nicht. Bin ich krank oder so. Riechst du das? Ich riech gar nicht. Ich riech auch nicht. Mann, ich noch so rausgehen. Okay, 5 Stunden später. Warte. Das ist natürlich wieder Deutschland. In Amerika machst du es halt einfach auf. Da sieht man das am Bäcker. Das ist wie wenn du so eine Kuh melkst. Schau mal. Er macht schon mal das auf und dann muss noch hier rein einmal Spülmittel und diese Hefe, ja? Ey, warte mal, nimm mal die andere. Ist die leichter zu dosieren? Das Geile ist, die geht einfach mal viel leichter auf, Mann. Erstmal Seife oder Hefe? Ja, eigentlich ist es egal. Also die chemische Reaktion passiert dann nur, wenn das warme Wasser reingeht. Wie viel Seife kommt da rein? Die ist nicht so viel. So? Noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen. Noch ein bisschen, aber nicht viel. Alter, wie geht denn der Scheiß auf hier? Geh mal her, ich mach das. Da brauchen wir eine Schere jetzt. Schere, Digga. Oh, korrekt, Mann, ich bin mal so frei. Also mit dem Ding kann er es leider nicht shaken. Ja, hol mal 2 Dinger rein. Oh shit, siehst du schon? Kannst du noch das kommt schon hoch! Kannst du das schon? Kommt schon hoch! Oh shit, man. Bro, wir müssen rein. Und dann am Ende. Ach so, und die Farbe noch. Welche Farbe wollt ihr haben? Mach mal eine kräftige Farbe. Rot, ja. Das reicht. Und dann, genau, und jetzt kommt das Ende. Das ist die Lebensmittelfarbe, die reinkommt. Und jetzt, Ladies and Gentlemen. Soll ich oder willst du? Mach du, Bruder. Mach ganz, das muss hier hochkommen. Bruder, das kommt doch schon hoch. Gib mal her, Bruder. Oh shit! Das ist unser erstes Experiment, was auch geklappt hat. Oh! Warte, du musst es sehen. Man sieht das. Dreh die Flasche. Ein bisschen. Wow! Oh man! Also, wow. Hat auf jeden Fall. Ey, das läuft jetzt hier die ganze Zeit raus, oder wie? Das läuft die ganze Zeit raus. Krass, Mann, es hat funktioniert. Ich würde sagen, dass wir noch ein bisschen haben. Das, was wir, dass wir ins große Glas reinmachen. Genau, dass wir mal ins große Glas auch nochmal reinmachen. Deswegen haben wir sie noch aufgehoben. Boah, das schaut auf jeden Fall richtig geil aus. Ich hoffe, man sieht es auch. Ich nehme die Kamera ganz kurz auch immer so an. Aber ich würde sagen, diesmal, ne, tun wir mal ein bisschen mehr. Also, ach, wir haben nur noch 2. Boah, das schaut richtig geil aus, Mann. Also, es hat auf jeden Fall geklappt, Mann. Ich bin richtig stolz auf uns. Wenn ihr seht, es hört ja nicht mehr auf, ne. Es hört nicht mehr auf und der Schaum kommt hier raus. Wasserstoffperoxid? Was wäre dann passiert mit 6%? Wäre viel, ja, mit krasser. 6% wäre krasser, aber das Ding hört ja nicht mehr auf. Und jetzt mach mal gelb, Alter. Meine Zähne tut schon weh. Mit dem ganzen Aufreißen. Aber wir wollen ja nicht so muschi sein, ne? Nee, wir wollen nicht so muschi sein. Hätten wir nicht zuerst Seife rein? Ja, mach noch ein bisschen Seife rein, scheißegal. Genau, hol die Seife rein. Hätten die vorher rein machen müssen eigentlich. Ja, oder? Ja, perfekt, Mann. Perfekt, Bruder. Und jetzt? Farbe? Jetzt Farbe. Mach mal gelb, Alter. Ich mach mal alle rein. Kommt was Buntes raus. Ja, okay. Komm, mach was Buntes raus, Mann. Und das hört nicht mehr auf, Mann. Ich schwör. Das hört echt nicht mehr auf. Das, ne? Hört nicht mehr auf, Mann. Das ist geil, Alter. Schaut euch das mal an, Alter. Das hört gar nicht mehr auf. Das hört nicht mehr auf, Alter. Und jetzt kommt was richtiges Buntes von dem Rosenberg. Alter, wie geil ist das, ey? Das hört nicht mehr auf.
Und blau nochmal rein, oder Alex? Und blau mal, ne? Oh yeah! Leute, ich bin auch noch da. Ich habe mich mal gedacht, ich mache ein bisschen Kameramann. Okay, jetzt? Genau, und jetzt hast du alles drin, ne? Genau, jetzt bin ich bereit, warte mal. Ich würde sagen, let's go! Komm, hör nicht auf, Mann, hör nicht auf. Wow. Ich soll hier drüber schwappen. Kranker Scheiß, Mann! Oh, shit! Oh, 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 das läuft ein bisschen über... Das ist gut, Mann. Oh, 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 das oh, ist geil, Scheiß. Alter. Oh, Scheiße. Oh, oh. Okay, das damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Wieder mal damit nicht gerechnet. Yo, oh, Leute, gebt euch mal den Scheiß, Mann. Ich filme jetzt mal gleich den Alex, Mann. Das ist ja mal richtig geil. Ich sage, ich stelle mir die Kamera wieder hin. Wirklich, wir haben das jetzt wirklich gerade das erste Mal gemacht. Läuft hier die Kamera? Oder ja, die läuft schon die ganze Zeit, Mann. Rede ich umsonst? Ich muss erstmal sagen, Bruder, ich bin richtig stolz, Mann. Es hat echt funktioniert. Was sagst du dazu, Mann? Ich freue mich extrem. Erstmal, das war einfach nur geil, ey, das zu machen, weil wir es das erste Mal zusammen gemacht haben. Und es hat halt echt funktioniert und es hört nicht mehr auf, ich schwöre. Es hört nicht mehr auf. Und jetzt riecht man es auch ein bisschen, ne? Riechst du es? Das Geile ist, mit der Flasche ist echt geiler, weil... Weil da kommt es ein bisschen... Da kommt es immer kleiner raus und es hört dann nicht mehr auf. Das ist einfach nur... Schaut ultimativ geil aus. Ich muss echt sagen, ich bin echt froh, dass wir es gemacht haben. Und das ganze Experiment mal für euch ausprobiert haben. Und ja, es hat echt Spaß gemacht, Bruder, eigentlich, ne? Genau. Ich würde jetzt sagen, wir trinken das Ganze jetzt nochmal. Also das ist die nächste Challenge. Wenn ihr uns im Krankenhaus sehen wollt, dann sollen wir den Scheiß exen oder nicht. Was sagt ihr? Lasst es uns in die Kommentare wissen. Ihr schreibt uns jetzt erstmal in die Kommentare, ob ihr weitere Experimente von uns sehen wollt. Wenn ja, lasst es uns auf jeden Fall wissen. Ansonsten seht ihr wieder mal richtig geile Pranks von euch. Wie letzte Woche Donnerstag, wo er richtig ausgerastet ist im Park und ein Fahrrad geklaut hat. Ich hoffe, ihr habt das Video alle angeschaut. Es war... Ey, ich war da gestanden, es hat richtig Spaß gemacht, sowas zu filmen und das kommt auf jeden Fall wieder. Ob jetzt am Donnerstag oder am Sonntag, das müssen wir schauen, aber wir liefern euch auf jeden Fall richtig coole Sachen. Ja, Ladies and Gentlemen, dann... Das war's dann mal, oder? Genau, das war's grüßen dann mal. Grüßen wir mal wieder jemanden. Und zwar grüßen wir bei diesem heutigen Video Emre Mumim. Abi, danke für deine ganzen Kommentare, es freut uns riesig. Wie gesagt, für alle anderen, macht euch nichts draus, ihr seid vielleicht nächstes Mal dran. Wir laden zweimal die Woche ein Video hoch, also die Chance besteht. Es ist leichter von uns vielleicht gegrüßt zu werden, als im Lotto zu gewinnen. Deswegen versucht es immer weiter, okay? Und dann seid ihr irgendwann dran. Und wie gesagt, wir danken trotzdem jedem, dass ihr uns gegrüßt habt. Ansonsten, was ist noch was sagen, Bruder? Abonnieren, genau, nicht vergessen. Ja, lass mal 100 Likes da, es wäre richtig cool, es würde uns riesig freuen. Ansonsten würde ich sagen, Bruder, abonnieren. Abonnieren, abonnieren, abonnieren! When I'm in LA, battle to the flow, man. Yo, bitch in my face, she might be a home, man.